Moin Leute, ich möchte euch heute das neue Game Pixel Racer vorstellen, welches am 23.07. Sowohl auf Android als auch Apple-Geräten erschienen ist. Ich bin auf das Spiel gestoßen, weil ich mal vor knapp 2 Monaten ein Bild von meinem Auto hochgeladen habe auf Instagram und Pixel Racer es geliked hat. Und daraufhin habe ich das Ganze dann aufmerksam verfolgt und habe es dann am Ende wirklich gefeiert, als es rauskam. Ja, und deswegen möchte ich euch das heute mal näher bringen, weil auch viele meiner Freunde, die auch so Kisten fahren wie ich, die kennen das Spiel irgendwie gar nicht. Und ja, ich finde eigentlich, dass es sich ändern sollte, weil wenn es irgendein Spiel gibt, was ich auf meinem Handy gezockt habe, dann ist es Pixel Racer und nicht unbedingt ein anderes. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Ich würde sagen, das Erste, was einem auffällt, ist natürlich die absolut geile Grafik. Ich komme mal ein Stückchen näher ran. So. Und natürlich die Musik, die ist saumäßig geil. Aber stört nach einer Zeit auch, wenn man ehrlich ist. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Fangen wir mal in den Optionen an. Ich möchte das nur ganz kurz überfliegen. Wir haben hier einen Tutorial-Mode, der zeigt uns am Anfang eben an, wo wird geschaltet am Anfang des Rennens. Oder beziehungsweise wo schaltet man generell. High Graphics ist dann für die Leute, die ein etwas neueres Handy haben und nicht so ein Steinzeitgerät wie ich. Finde ich gut, dass die Entwickler darauf geachtet haben. Ansonsten können wir eben dann noch die Game Music ausstellen, wenn uns das zu sehr auf den Zeiger geht. Die Cloud Services stehen aktuell nicht zur Verfügung, weil das Game meiner Meinung nach sich in einer Beta-Phase befindet. Ansonsten über Shifting und Steering brauche ich, denke ich mal, nicht weiter einzugehen. Und ja, als letzten Punkt hätten wir dann noch eben die Anzeigemöglichkeit der Geschwindigkeit in Miles per Hour oder in Stundenkilometer. Gut, gehen wir mal in den Dealership. Da fängt nämlich alles an. Wir haben die Möglichkeit aus einer breiten Palette von Autos, und ich meine wirklich breite Palette, ja, uns irgendwelche Autos zu kaufen. Aktuell habe ich 6 Autos. Ich habe vorhin schon ein Auto für unseren Zweck heute gekauft. Hier haben wir beispielsweise eine X8, R32, RXX, ja, RSX, Entschuldigung, der Acura. Das ist ein Smart. Also es hat wirklich auch ein Smart hier in dieses Spiel gefunden. Ja, da kann man wirklich ja, sich vorstellen, wie viele Autos hier drin sind. Ja, wenn es allein mal hier drauf achte, das sind die Autos, die seit dem letzten Update online sind. Das ist unfassbar. Naja gut, wir haben auch noch die Möglichkeit, unsere Autos zu verkaufen. Das ist der von eben angesprochene GTR R32. Silvia, PS13, FD3S, Mazda, Miata haben wir noch, auch ein Mazda, ein S13 und natürlich ein R35. Der sollte natürlich in keiner Garage fehlen. Ja, bevor wir dann eben, also nachdem wir uns dann eben ein Auto gekauft haben wir die Möglichkeit, eben über dem Parts Store uns auch noch mit Teilen einzudecken. Ja, welcher Autotuner macht das nicht gerne? Wir haben hier die Möglichkeit, ganz viele Sachen zu kaufen. Neuen Motor, Ladeluftkühler, Spoiler, NOS, ECU, diverse, ja, Leuchtmittel und so weiter und so fort. Felgen, Fahrwerk, ja, Sitze, Auspuff, Turbolader, um die Leistung zu steigern. Wir können uns Farben kaufen. Das habe ich alles schon vorhin ein bisschen gemacht und deswegen können wir in die Garage gehen. Ja, hier haben wir unseren R32 GTR. Den können wir dann eben, haben wir ja schon ausgewählt und können dann eben in die Garage gehen. Das ist unser Charakter, der so ein bisschen planlos durch die Gegend läuft und darauf wartet, dass wir ein bisschen was machen. Das ist allerdings kein Problem. So, das habe ich nämlich vorhin schon gemacht, indem ich einfach auf Customize erstmal die Farbe meines GTRs geändert habe zu Midnight Purple. Also ich finde es wirklich geil, dass die Entwickler auch wirklich die Namensgebung teilweise mitgenommen haben. Ja, hier sieht man das nochmal, Midnight Purple. Das ist einfach die Überfarbe für ein GTR. Ja, dann gehen wir mal zurück. Ansonsten habe ich nochmal einen Spoiler drauf gemacht. Der war am Anfang nicht drauf. Am Anfang sah das Ding irgendwie so aus. Ja, sieht aus wie so ein Drifter.
aber so sieht das halt wirklich aus wie ein schöner R32, der über den Ring geprügelt werden will. Naja, auf jeden Fall haben wir dann noch die Möglichkeit, das Auto leistungsmäßig ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Wir haben links eine Anzeige, die uns eben die maximale Geschwindigkeit anzeigt, die Leistung etc. pp. Wir haben noch die Möglichkeit, unsere Gangabstufung variabel einzustellen. Und wir haben noch die Möglichkeit, eben ja, unser Boost einzustellen, also praktisch wie ein Boost-Controller. Und ja, also ein Boost-Controller, ups, ja, sollte noch reichen. Mit dem können wir dann eben sagen, okay, wir möchten jetzt 28 PSI Boost oder wir möchten einfach mal Low Boost fahren, ja. Ist dann relativ lustig, was man hier so alles machen kann. Man kann die Fahrwerkshöhe stufenlos einstellen, wenn man das teuerste Gewindefahrwerk dann natürlich auch drin hat. Beziehungsweise man kann die Fahrwerkshöhe beliebig einstellen. Wir können im Shop dann eben beispielsweise ein Fahrwerk kaufen, was bis zu 3 Inch tiefer gelegt werden kann. Dann können wir aber auch maximal bis 3 Inch tiefer legen und darunter können wir dann eben auch noch stufenlos einstellen. Ich habe vorhin mir das 5 Inch geholt. Das heißt, wir können dann wirklich presstief mit dem Ding gehen. Ja, das sieht man ja. Da verschwinden die Räder fast schon im Radkasten. Aber ich finde, so 3,5 Inch sollte schon drin sein. Das sieht dann einfach für mich einfach ein bisschen schöner aus. Dann habe ich noch ein paar schöne Felgen hier, mehr oder weniger. Aber ich habe dann halt eben mich für die TE37 entschieden. Und ja, habe sie dann halt einfach mal drauf geklatscht. So, dann können wir natürlich auch noch die Leistung am Rad messen, was natürlich an diesem Spiel echt extrem gut gemacht ist. Und da achten tatsächlich auch viele Spielemacher nicht drauf, ja. Wenn ich mir überlege, dass bei Need for Speed alle 4 Räder manchmal bei einem Dragstrip-Rennen durchdrehen und das Auto stehen bleibt. Ja, das ist bei diesem Spiel nicht so. Wenn man auf dem Dyno ist, drehen sich tatsächlich dann auch alle 4 Räder. Und bei einem Dragstrip-Rennen muss ich dann meine Reifen auch nicht aufwärmen bei einem Allradler. Aber genießen wir erstmal diesen Turbo. Wow. Dieses Turbo-Pfeifen, also es sind die kleinen Dinge, die dieses Spiel wirklich gut gemacht hat. Ja, wir haben sogar Fehlzündungen. Ja, also die hört man auch, ja. Das sind die kleinen Dinge, die das Spiel einfach besonders machen. Es ist nicht, dass man jetzt ein Rocket Bunny Kit oder sowas draufklatschen kann oder die Frontstoßstange abmachen kann, damit durch die Gegend fahren kann. Es sind einfach wirklich die kleinen Dinge. Und darauf wurde geachtet und deswegen feiere ich das Spiel auch so. So, dann ja, gehen wir mal aus meiner Garage raus. Jetzt noch mal zum Vergleich hier meinen 180er. Was so alles möglich ist. Wir können ein Fahrrad draufpacken, ja, wir können einen riesen Spoiler draufhauen, Rocket Bunny Kit, das Teil presstief ohne Frontstoßstange und ohne Heckstoßstange. Also den gestalterischen Künsten sind da keine Grenzen gesetzt. Ich würde mal sagen, wir kümmern uns erstmal um ein Rennen. Ja. Hier haben wir die Möglichkeit zwischen Drag, Street und Story Mode zu wählen. Allerdings ist der Story Mode aktuell nicht verfügbar. Wie gesagt, wir sind aktuell noch in einer relativ frühen Phase des Spiels. Und deswegen ja, soll man das auch verzeihen können. Ich meine, der Rest passt ja. Und wenn man jetzt erstmal die Zeit so ein bisschen mit Drag Racing überwindet, um Geld einfach auf die Seite zu schaffen, so wie ich hier, dann ist das auch okay. Dann kann man später in die Story starten und hat schon ein bisschen Erfahrung und vielleicht schon ein paar coole Autos. Ja, hier sehen wir noch, Rivality ist gesperrt, Tournament ist gesperrt, aber wir können einen Freerun machen und wir können hier auswählen, wie wir eben verfahren wollen. Das gibt dann eben auch nochmal extra Boni. Wir machen jetzt in dem Fall einfach mal auf Amateurniveau weiter und fahren mal ein Viertelmeile-Rennen und schauen mal, was unser Godzilla so auf die Strecke pusten kann.
Das sind diese Anweisungen, die ich vorhin gemeint habe, mit diesem Finger da. Ja, eine 10er Zeit. Nicht schlecht. Da kriegen wir nochmal die Zeiten angezeigt, wie schnell wir waren. Experience Point. Natürlich bin ich jetzt schon ein bisschen weiter. Ja, ich habe das Spiel halt, sag ich mal, ziemlich oft gespielt jetzt in letzter Zeit. Ja, dann gibt es halt auch noch, nehmen wir mal zum Vergleich einfach nochmal hier den 180er. Dann können wir einfach mal hier Capture the Flag spielen in der Street Mode. In Japan natürlich. Ich spiele das jetzt einfach mal bei Regen, weil das ist ein bisschen heller und dann sieht man ein bisschen was auf dem Display zumindest. Ups. Das Ding geht halt wie Hölle. Und NOS. Na, kriegen wir den noch? Ja, für die Zeit, die wir eben jetzt die Fahne hatten, ja, kriegen wir natürlich auch ein bisschen Geld. Aber jetzt liege ich natürlich im Begrenzer schon an. Ich hoffe mal, dass ich den noch einhole. Wie wir sehen können, wenn hier ein Ausrufezeichen aufhält, ist dann ein Gegner vor uns. Ja, da sehen wir schon, kommt schon das erste. Oh, der Motor überhitzt schon. Aber das muss er jetzt noch mithalten. Oh ja, ich habe schon einen richtig am Arsch hängen. Oh, verdammt. Ja, super. Das gibt schön Cash. Also ich glaube, der Motor ist danach hinfällig. Ja. Ja, das war jetzt erstmal fürs erste Pixel Racer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde euch empfehlen, einfach mal das Spiel euch runterzuladen. Und ja, lasst doch einfach mal ein Kommentar da. Ja, oder liked auch mal meine Seite. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ich habe auch noch viele andere Videos. Und ja, wie gesagt, einfach subscribe und dann seht ihr mehr. Vielen Dank, macht's gut, ciao, ciao.